wieder die Debatte rund um 1G-Regelung. Wie stehen Sie da dazu? Ja, es wird Sie nicht überraschen, dass ich davon überhaupt nichts halte. Das ist die ultimative Spaltung der Gesellschaft. Da versuchen politische Kräfte, die aus meiner Sicht verantwortungslos agieren, einen Keil in die Gesellschaft hineinzutreiben, der sachlich durch nichts gerechtfertigt ist. Und da wird es harten Widerstand der Freiheitlichen Partei geben, auf allen Ebenen, politisch genauso wie rechtlich. Experten meinen ja schon, dass es nun zu einem weiteren Lockdown kommen könnte, dass, wenn die Infektionszahlen steigen, das notwendig ist. Der Kanzler hat jetzt gemeint, es soll keinen weiteren Lockdown mehr geben. Wie stehen Sie da dazu? Ja, ich fürchte, dass es zu einem weiteren Lockdown kommen wird. Wir haben ja auch unsere Informationen aus den Ministerien und dort laufen natürlich viele Vorbereitungshandlungen genau in diese Richtung. Und man muss ja nur einen Blick nach Israel werfen. Dort sind zwar alle geimpft, aber trotzdem alle infiziert. Das heißt, die Impfung hält nicht das, was versprochen worden ist. Eine ähnliche Entwicklung werden wir dann in Österreich haben und in Israel stehen die Zeichen auf Lockdown. Und nachdem sich Kurz immer an Israel orientiert, wird es wahrscheinlich auch in Österreich so sein. Jetzt natürlich versucht man in der Regierung auch durch viele Aktionen wie Impfbusse und das Impfboot die Leute dazu zu motivieren, sich impfen zu lassen. Sie haben ja gemeint in einem anderen Interview, Sie seien nicht geimpft. Wie ist da Ihre Stellung dazu? Wahrscheinlich sind Sie da bei den Impfungen doch eher kritisch eingestellt. Und noch eine Frage bezüglich jetzt der dritten Impfung. Die ist ja jetzt auch im Gespräch. Wie sehen Sie das? Ich glaube, dass sich viele Leute schon wundern, was da jetzt passiert, denn man hat ihnen ja versprochen, dass, wenn sie jetzt dann quasi voll immunisiert sind, was das auch immer bedeuten soll, dass sie es dann quasi überstanden haben und für sie die Pandemie vorbei ist. Jetzt kommt die nächste Freudensbotschaft, sie müssen zum dritten Mal antreten und dem dritten Mal wird ein viertes Mal und ein fünftes Mal folgen. Man muss sich ja nur die Frage stellen, was würde man denn machen, wenn man zu einem Arzt geht, der Arzt verschreibt einem quasi ein Medikament und eine Therapie, dann kommen es noch ein paar Wochen wieder, der Arzt fragt sie, und hat es gewirkt? Sie sagen nein, es hat überhaupt nicht gewirkt, und das, was ihnen der Arzt dann mit auf den Weg gibt, ist das Gleiche noch einmal. Das ist das Modell, das man jetzt bei der Impfung zur Anwendung bringt, das ist alles andere als vernünftig, es bräuchte in Wahrheit einen kompletten Strategiewechsel.